Alle Deutschen vereint eins, so ein ganz diffuses Schuldgefühl. Es wäre total schön, wenn du uns erstmal erzählen könntest, wer du bist und was du so machst. Mhm. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin und arbeite aber auch im Kommunikationsbereich und berate Unternehmen hinsichtlich von Markenmagazinen und so weiter. Wie würdest du so ganz allgemein die Beziehung zwischen Literatur und Gesellschaft charakterisieren? Ich glaube, Literatur sollte politisch sein und sie sollte Themen behandeln, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Die Hysterie, die in den letzten Tagen verbreitet wurde, der Rechtsradikalismus in Israel sei nicht zu stoppen und linke Demonstranten würden körperlich angegriffen, war gegenstandslos. Eine wilde Meinungsmache, die in Europa das positive Bild Israels trüben sollte, genauso wie man Amira Hass und Gideon Levis kritische Artikel benutzte, um zu beweisen, wie selbst in Israel die Besatzung verurteilt wurde. Nicht um damit ein pluralistisches Israel zu zeigen, sondern um den Juden vor den eigenen ideologischen Karren zu spannen. Winternähe. Winternähe ist ein Roman, der, glaube ich, sehr vielschichtig ist und in dem es um unterschiedliche Sachen geht. Es geht zum einen in dem ersten Teil, dem Berlin-Teil, um vor allem Antisemitismus in Deutschland und in Europa und wie meine Protagonistin Lola, eine Jüdin, diesen Antisemitismus erlebt. Die Frage, die sich Lola ja auch immer wieder stellt, ist, was es bedeutet, jüdisch zu sein, weil sie sagt, dass es immer viele Menschen darüber eine Meinung zu haben scheinen, was sie jetzt ist oder nicht ist. Mhm. Und da wollte ich fragen, wie das für dich ist. Also, ob du dich als jüdisch verstehst und wenn ja, was es für dich bedeutet. Mhm. Also Lola und ich, wir haben ja etwas gemeinsam. Lola ist über ihren Vater jüdisch und nicht über ihre Mutter. Ihre Mutter ist nicht Jüdin, meine Mutter ist auch nicht Jüdin, mein Vater ist Jude. Das führt sofort zu einem wunderbaren Dilemma, nämlich, dass man halachisch nicht jüdisch ist. Reformjüdisch ist man dann aber jüdisch, weil die eben das schon mit einbeziehen. Man kann mit einem jüdischen Vater israelischer Staatsbürger werden, ohne Probleme und Aliyah machen. Also da wird man also irgendwie auch als Jude sozusagen staatsrechtlich anerkannt, aber eben nicht im religiösen Sinne. Und ich finde, dass jeder Jude sein sollte, der Jude sein möchte. Und sehe mich selbst als posthalachisch an. Was sind so typische Reaktionen, die du erlebst, wenn man sich gegen Antisemitismus einsetzt? Und hast du diesbezüglich einen Appell an nicht-jüdische Deutsche? Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn man auf Antisemitismus aufmerksam macht, also dass er passiert und die Reaktion darauf, auf dieses Sichtbarmachen von Antisemitismus, ist eigentlich, das war ironisch. Oder das war doch nicht ernst gemeint oder jetzt sei doch nicht so oder naja, würde das nicht anders sein, wenn also es wird relativiert, es wird ironisiert und das finde ich ganz schrecklich und das hat natürlich viel damit zu tun, dass eben niemand Antisemit sein darf, niemand Antisemit sein will und jeder hier denkt, dass Antisemitismus er ist, wenn man sagt Juden ins Gas, aber Antisemitismus beginnt eben auch schon ein bisschen früher als mit dem Wunsch nach einer Endlösung. Ja? Und dieses Aushalten von Schuld und Aushalten von Verantwortung und Aushalten von Vergangenheit, all das, was auch im Winternähe immer wieder, spreche ich ja auch so vom Aushalten. Und das eben auch bei sich aushalten, dass da was ganz Unangenehmes gerade vielleicht passiert ist oder dass man was ganz Unangenehmes getan hat, das würde total helfen. Also das würde total dabei helfen, dass man halt weniger Antisemitismus erlebt, ja, weil diejenigen, die das eben in sich tragen würden, merken würden, oh, ups. Menschen haben Vorurteile, so, und erst wenn ich aushalte und mir selbst eingestehe, ja, ich habe Vorurteile, was auch immer, wo auch immer die liegen, wie auch immer die sind, dann kann ich an mir selbst arbeiten und dann kann ich sozusagen durch meine Selbstarbeit etwas gegen diese Vorurteile tun.
Ich würde mir ja vor allem in der Schule wünschen, und ich bin ja ganz normal auf eine deutsche Schule gegangen, ja, und ich würde mir wünschen, dass man dort am Geschichtsunterricht wirklich viel mehr Oral History betreibt. Das heißt, in seine eigene Biografie zu schauen. Und wie gesagt, nicht als Erbschuld, sondern eher darum zu verstehen, dass man Teil einer Geschichte ist und dass man auch, dass auch die eigene Familie Teil einer Geschichte war. So, ja? Und nicht mehr das Gefühl hat, das ist nur die Geschichte, dieser ganze Holocaust und so, das ist diese Geschichte dieser Juden. Jede Person, mit der wir sprechen, ist angefüllt mit eigener Geschichte. Einer Geschichte, zu der wir niemals einen vollständigen Zugang haben werden. Und trotz dieses fehlenden Zugangs muss diese Geschichte, obwohl wir von ihr nicht wissen, immer mitgedacht werden. Und das ist wichtig in unserem Zusammensein mit Menschen. Genau. Vielen Dank.